Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video spiele ich nun das Lied Die kleine Kneipe komplett. Zunächst aber noch ein paar Erklärungen zur Keyboard-Einstellung bzw. Registration. Also bleibt dran, los geht's. Ich habe mir drei Registrationsplätze angelegt. Als Rhythmus, als Style habe ich den 6/8 Slow Rock 1 gewählt, Tempo 58. Als Voice für Ride 1 habe ich ein Akkordeon Klarinett 8 und 4. Auf Ride 2 ein Cassotto, Ride 3 ebenfalls das gleiche Cassotto. Lautstärke für Ride 1 90, Ride 2 88, Ride 3 95. Gehen wir mal in den Mixer. Die Oktave und das Tuning habe ich etwas verändert. Ride 1, die Oktave 0, Ride 2 bleibt auch auf 0, Ride 3 minus 1. Das Tuning für Ride 1 minus 1, Ride 2 bleibt auf 0 und Ride 3 auf 2. Effekt für Ride 1 auf 46, Ride 2 auf 30 und Ride 3 auf 40. Ein Multipad habe ich auch dazu laufen, und zwar Steel-Gitar 6/8. Bei mir auf Seite 5, Steel-Gitar 6/8, Platz 2. Damit das Multipad gleich mit dem Akkordanschlag startet, muss man die Synchro-Start-Funktion des Multipads aktivieren. Das geht folgendermaßen. Man hält die Taste Select gedrückt und wählt dann den Platz, in diesem Fall die Nummer 2. Dann fängt die Taste an zu blinken und damit ist es aktiviert. In dem Original von Peter Alexander ist es ja so, dass im Intro und auch der Strophe kein Schlagzeug zu hören ist und auch der Bass ist ausgeschaltet. Der Bass wird erst zum Ende Takt 13 der Strophe dazugeschaltet. Das habe ich mir dann auf Registration 2 registriert. Also bei Registration 2 wird lediglich der Bass dazu geschaltet. Das kann man aber auch anders lösen, wenn man jetzt beim Spielen, zum Beispiel wenn man das mit der linken Hand schalten muss, über die Tastatur greifen, über die rechte Hand greifen muss, auch anders lösen. Und zwar schaltet man die Channel On-Off-Taste ein, dann sieht man hier die Begleitspuren, Rhythmus 1, Rhythmus 2, Bass, dann CAD 1, CAD 2, Pad, Phrase 1, Phrase 2. Also auf der 3 liegt der Bass und dann kann ich mit den VIP-Tastern, bei mir also VIP-Taste 3, Pfeil nach unten drücken und dann wird der Bass auch dazu geschaltet. Im Refrain kommt dann nur noch das Schlagzeug dazu, also Rhythmus 2, das Schlagzeugset. Könnte ich dann auch eventuell hier mit den Channel-On-Off-Tasten einschalten, also VIP-Taste 2, Pfeil nach unten. Oder ich habe mir das auch dann auf Registrationsplatz 3 gespeichert. Die Einstellungen der Klangfarbe Voice bleibt bei allen drei Registrationsplätzen gleich. Ich habe auch ein Volumepedal angeschlossen, würde ich jedem immer empfehlen. Ich reguliere mit dem Lautstärkepedal nur die rechte Hand. Und auf Registrationsplatz 3 habe ich auch noch auf mein Sustain-Pedal die Ending 1-Funktion gespeichert. So, das war's zu den Keyboard-Einstellungen und nun viel Vergnügen mit Die kleine Kneipe von Peter Alexander.
So, das war's für heute. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Peter Neuhof.